Russische Streitkräfte haben einen weiteren Gleitbombenangriff auf Charkiw geflogen und dabei die zivile Infrastruktur getroffen. Nach Angaben des Gouverneurs der Oblast Charkiw wurde mindestens eine Person getötet und 11 Personen verletzt. Moskau führt in letzter Zeit verstärkt Angriffe auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, mit Raketen, Gleitbomben und Drohnen durch, wobei Energieinfrastruktur zerstört und Zivilisten getötet werden. Am Wochenende griff Russland Charkiw zum zweiten Mal mit Gleitbomben an. Zuvor griffen russische Streitkräfte die Stadt Charkiw ebenfalls mit Gleitbomben an und töteten mindestens 3 Menschen und verletzten 54. Beim Abschuss von 5 ukrainischen Raketen in Sewastopol, einer Hafenstadt auf der von Russland annektierten Krim, wurden 5 Menschen, darunter 2 Kinder, durch herabfallende Trümmer getötet. Dies teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Stadt mit. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti bezieht sich auf das Gesundheitsministerium und spricht von 124 Verwundeten. Der Gouverneur erklärte den Montag zum Trauertag in der Stadt.